Seit 7. September ist es eröffnet, das neue Museum Johannes Reuchlin. Der weltweit bekannte Humanist wurde im Januar 1455 in Pforzheim geboren und lebte bis 1470 in der Goldstadt. Danach kehrte er immer wieder zu Besuchen zurück und studierte in der Bibliothek des Michaelstift. So ähnlich wie hier im Modell dürfte das vor knapp 500 Jahren ausgesehen haben. Der Anbau, im Jahr 45 von britischen Bomben zerstört, war die vergangenen 60 Jahre praktisch nicht existent. Jetzt endlich ist es soweit, Reuchlin zum Anfassen, Reuchlin für alle. Also ich glaube, das ganze Museum ist ein Highlight. Und ich freue mich deshalb so furchtbar darüber, dass es uns jetzt endlich gelingt, Reuchlin populär zu machen. Dass Reuchlin nicht nur in hochwissenschaftlichen Zirkeln stattfindet, sondern dass Reuchlin in der Bevölkerung stattfindet und dort große Verankerung haben wird. Davon bin ich überzeugt und vor allen Dingen, dass so eine Ausstellung, wie sie hier ist, auch junge Leute anspricht. Es ist nichts Verstaubtes, es ist hochmodern und es bildet einen großen Spannungsbogen zu der historischen alten Mauer und dieser modernen Ausstellungsarchitektur und das macht es auch so interessant. Interaktive Elemente verknüpft mit modernster Technik sollen gerade jungen Menschen den großen Humanisten nahebringen. Und schon am Tag der Eröffnung zeigen sich die ersten Erfolge. Ich habe heute durch die große Anzahl an Leuten gemerkt, was der wohl auch für eine Wirkung auf die Leute hatte. Das hat mich jetzt gerade beeindruckt. Also vorher noch nicht so doll, aber ich denke, dass ich schon jetzt mich ein bisschen mit ihm beschäftigen werde. Ja. Die im Krieg zerstörte Raumhülle wurde nach Entwürfen des Hamburger Architekten Bernhard Hirche wiederhergestellt. Im Inneren öffnet sich dem Besucher ein einzigartiger Blick auf die Ausstellungsarchitektur und die im Krieg zerstörten Baufragmente der Gotik. Vier Ebenen mit einer Gesamtfläche von über 150 Quadratmetern bieten Platz für zahlreiche Exponate. Für den Hamburger Architekten Hirche war die Planung des Museums, die Umsetzung und der Bau eine große Herausforderung. Die Schwierigkeit bei diesem Bauvorhaben ist natürlich das anspruchsvolle Thema für diesen Humanisten Johannes Reuchlin, der ja auch weiterhin aktuell ist mit seinen Themen Christentum, Judentum, Islam, eine adäquate Architektursprache zu finden. Und damit ist schon das Thema gesagt, Verankerung in der Vergangenheit, was Sie architektonisch im Äußeren natürlich sehen können, dass wir die äußere Form rekonstruiert haben, aber schon in zarten Spuren zeigen, dass es nicht nur eine Rekonstruktion aus unserer Zeit ist und im Innern dann ein in die unsere Zeit gehoben, ganz, ganz moderner, zeitgenössischer Bau. Und das hat natürlich auch in der Entwicklung große Schwierigkeiten gegeben beim Durchsetzen, Diskussionen mit der Denkmalpflege, der hohe Anspruch und die beschränkten finanziellen Mittel. Wir haben ein Defizit, es fehlt noch sehr viel Geld. Wir hoffen, dass es jetzt so gut gefällt, dass die Stadt vielleicht noch Geld zuschießt oder auch der eine oder andere Spender. Das ist eigentlich die Hauptfußangel, das Geld. Die frei im Raum stehenden Glasvitrinen sollen an die Buchregale der einstigen Stiftsbibliothek erinnern. Sie war zu Reuchlins Lebzeit und darüber hinaus an derselben Stelle untergebracht. Johannes Reuchlin, ein Humanist, Jurist und Diplomat, eine Person, der man sich heute eher wissenschaftlich nähert, soll mit der Ausstellung hier einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Das ist alles sehr beeindruckend und ich finde es eigentlich sehr schön, wie das gemacht worden ist. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das muss man zuerst in sich aufnehmen. Ne? Und ich würde alle Leute empfehlen, nachher einmal zu stiller Stunde hierher zu gehen und das ganz genau durchgehen. Also ich wollte mir das Ganze mal anschauen und ich finde es auch halt gut mit den Bildschirmen und so, dass man sich das besser vorstellen kann. Johannes Reuchlin, europäischer Humanist, Sprachwissenschaftler und Staatsmann, vereinte im Nachhinein betrachtet zahlreiche Superlativen auf sich. Er setzte sich für die Freiheit des Geistes und des geschriebenen Wortes ein. Er gilt als Begründer der hebräischen Sprachlehre in Europa. Er war Sprachgenie, Lyriker, Diplomat, Richter und er hatte beste Kontakte zum Papst. Höchste Zeit also, dass dem weltberühmten Sohn der Stadt Pforzheim sein eigenes Museum errichtet wurde.